steigende Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien im E-Mobility-Bereich erfordert nachhaltige Recyclingprozesse, um für die Ressourcen der Zukunft die komplex gebundenen, wertvollen Rohstoffe in einen Materialkreislauf zu führen. Bei der sogenannten Pyro- und Hydrometallurgie werden die Module aus unseren Batterien zuerst in einem Hochofen aufgeschmolzen. Anschließend werden die dadurch erhaltenen Legierungen in granularer Form in nasschemischen Prozessen zur Wiederverwendung aufbereitet. Ein weiteres Verfahren ist die mechanische Zerkleinerung und Aufbereitung. Dabei werden unsere Batteriemodule mechanisch zerkleinert. Anschließend werden die Inhaltsstoffe separiert und nach Materialart sortiert. Bei beiden Recyclingverfahren werden die Gehäusematerialien, Kupferkonnektoren und Steuergeräte unserer Batterien vor dem eigentlichen Prozess demontiert, gesammelt und ebenfalls der Wiederaufbereitung zugeführt. Diese Verfahren sind mit unseren Recyclingpartnern erprobt und kommen bereits jetzt bei den Hochvoltbatterien unserer Erprobungsfahrzeuge zum Einsatz. Mein persönlicher Wunsch ist, dass sich die Infrastruktur weiterentwickelt, um unter wirtschaftlichen Aspekten mit den Rohstoffen aus recycelten Batterien einen geschlossenen Materialkreislauf zu etablieren.